Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Meine Stimme versagt. Heute habe ich für dich den Pinkbox-Adventskalender. Den kann man eigentlich für 89,99 kaufen, aber der ist immer wieder im Sale. Ich glaube, ich habe ihn damals mit 40% Rabatt oder so gekauft. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich liebe diese Art von Adventskalender, weil die super zum Wiederbefüllen ist. Ne? Deswegen stehe ich da total drauf. Und das hat halt die ganze Meta-Crew, also About Food, Pinkbox, Instabox, Barbarabox, Trüdelü. Und ja, bei dem hier ist es auch so der Fall. Ich finde, dass er auch wunderschön aussieht. Pinkbox habe ich auch selber im Abo. Ist eigentlich von der Zielgruppe her eher so Richtung junge Erwachsene, Jugendliche. Aber auch für Erwachsene generell ist natürlich auch immer wieder was mit dabei. Aber es ist halt nicht so klassisch Anti-Aging-mäßig oder so. Und ob wir hier wirklich einen Warenwert von über 400 Euro drin bekommen werden, werde ich nachrechnen. Es ist zwar nicht möglich, jetzt schon auf die Preise zuzugreifen. Das werde ich recherchieren, aber ihr kennt das von mir. Ich finde die Preise schon irgendwo. I Want You Naked, das Body Oil Golden Glow Shimmering, war auch eins der Sneak Peek-Produkte. Konnte in so einem 50ml Pumpflakon aus Glas und es ist eine wirklich tolle Marke. Die habe ich auch mal kennenlernen dürfen, also auch tatsächlich schon Mitarbeiter von denen, als ich mal auf einem Event war, und sehr sympathische Leute, sehr, sehr schöne Marke. Ich bin nur kein Fan von diesem Shimmering Oil, weil ich finde, dass einfach die Schimmerpigmente hier drin sehr, sehr grob sind. Es passt aber tatsächlich so Richtung Adventszeit und wie auch immer, wenn man dann halt, keine Ahnung, irgendein schickes Kleid anhat oder so und dann die Haare hochsteckt, dass du es hier so auf die Schlüsselbeine so im Dekolleté hast, dass eines ein bisschen mehr schimmert, oder im Sommer kannst du das auch super als Strumpfhosenersatz tragen, ne? Finde ich ganz nice. Ein bisschen Glitter and Glamour darf in der Weihnachtszeit definitiv dabei sein. Mal schauen, wie viel Glitter und Glamour sich dann am 2. Dezember im Adventskalender verbirgt. Farblich passend zum Design des Adventskalenders, aber inhaltlich, ich weiß ja nicht, Lala Lab, da hast du so, ja, ich glaube 10 Gratis-Fotos, hat einen Wert von 3,99 oder so. Open Smile Repeat ist ganz süß gemacht. Füll die Box mit deinen schönsten Momenten aus 2023, da ist ein Gutschein mit drin. Ja, ist okay, wenn es halt der einzige Gutschein ist, der in dem Adventskalender vorkommen wird. Ne? Das ist okay. Finde ich eigentlich auch ganz süß gemacht. So, ne? Dass man halt irgendwie dann das Last-Minute-Weihnachtsgeschenk wahrnehmen kann. Um dann noch, keine Ahnung, 10 Familienfotos auszudrucken und die zu verteilen. Möglicherweise ist dann aber halt auch relativ klein. So fürs Portemonnaie vielleicht ganz schön. Ui, selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und die fühlt sich sehr schwer an. Das ist schon mal positiv. Nein. Nahrungsergänzungsmittel mag ich nicht gerne in Adventskalendern. Das ist auch in Beautyboxen etwas, was ich nicht so gerne feiere, also was ich generell nicht feiere. Also ich konsumiere sie, weil ich selber große Blutbilder oder generell Blutbilder machen lasse und dann einfach weiß, was ich brauche. Aber wenn du sowas in einen Adventskalender reinpackst, dann musst du zum einen davon ausgehen, dass die Person, die den Adventskalender bekommt, dieses Produkt ja auch benötigt. Und zum anderen kann es passieren, dass wenn die Person halt, keine Ahnung, bei Eisen ist es zum Beispiel eine große Schwierigkeit, wenn die sowieso zu viel Eisen im Blut hat und dann irgendwas supplementiert, wo auch noch zusätzlich Eisen mit drin ist, kann das sehr, sehr schief gehen. Und ja, das hast du jetzt in dem Fall Gott sei Dank nicht. Also hier ist nicht irgendwie nochmal richtig krass Eisen drin oder so. Das ist wirklich Vitamine A, D, E, C, B6, B7, B9, B12, ne? Das geht tatsächlich dann ja noch. Und da hast du auch noch Q10 und sowas mit dabei, Energiekick. Also wie gesagt, ich werde es auch tatsächlich konsumieren, aber ich finde generell, ich werde hier attackiert von der Fliege. Nahrungsergänzungsmittel in Adventskalendern schwierig. Hier haben wir die Nummer 4. In der Nummer 4 haben wir Lavande, Savon du Midi, Lavendel und Karité-Butter und irgendwelche Öle aus irgendwas vegetal, ja, eine Seife. Wie viel ist denn hier drin? 100 Gramm. Savon du Midi. Ein Stück Seife ist auch okay, also es ist ein praktisches Produkt, aber mir fehlen jetzt so ein bisschen diese Highlights in dem Adventskalender, ne? Mal schauen, ob die Nummer 5 mich jetzt so ein bisschen aus der Reserve locken kann. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Also Adele Faux Mink, das sind Lashes, die sehr, sehr schön aussehen, muss ich sagen. Auch wenn ich selber keine Lashes trage, denke ich, dass die ganz gut ankommen werden in der Richtung 812. Schaut einmal so aus. Ich sage es immer wieder gerne, ich bin ein Fan davon, wenn wir Mascara im Adventskalender drin haben, weil nicht jeder klebt Lashes, aber es ist mal so, mal so. Manchmal hast du Lashes drin, manchmal hast du eine Mascara drin, ist aber auch irgendwie okay, muss ich sagen, denn es kann ja nicht immer alles nach meiner Pfeife tanzen.
So kann man es vielleicht sagen. Ja, es kann nicht immer alles so sein, wie Claudi sich das gerne wünscht. Nikolaus darf jetzt gerne was Tolles sein. Denn so bislang ist es halt so, dass ich mir denke, ja, das ist ein Adventskalender, der ist halt da. Es ist ein Highlight. Ja, das Produkt ist ein Highlight. Wir hatten sie jetzt auch schon mal öfters in der Pinkbox, war das, glaube ich. Ne? Hatten wir die auf jeden Fall schon einmal mit drin. Das war so eine Edition mit, ich glaube, Julia muss das gewesen sein. X-Later. Und ich habe sie just mir gerade aussortiert, weil ich sie zu öde finde. Everyday Bouquet von CAT. CAT ist eine wundervolle Marke. Ich habe euch hier im E-Mail ein Fullface CAT London verlinkt. Okay, also für einen Adventskalender finde ich sie zu sommerlich. Vom Inhalt her ist sie aber total super, weil es ist eine neutrale Palette. Du hast theoretisch auch noch Blush, Bronzer und Highlighter mit dabei. Und du hast hier Töne mit dabei, die auch, ich glaube, so gut wie jeder verwenden würde. Die Fännchen hier in der Mitte sind winzig und hier außen kommst du halt nicht mit Face-Pinseln dran. Du kannst die Base-Produkte auch super als Lidschatten verwenden. Also ich habe sie auch wirklich mehrfach verwendet und ich fand sie auch jedes Mal echt schön. Aber ich fand sie dann letztendlich doch irgendwie unpraktisch und öde. Aber ich muss sagen, für einen Adventskalender ist die Farbkonstellation gut gewählt, weil du halt viele Geschmäcker damit triffst. Das Design ist nicht so unbedingt passend, es sei denn, du willst halt quasi im Winter darauf verweisen, so hey, schön, wenn jetzt Sommer wäre. Und es ist halt irgendwie blöd, weil das halt schon mal in der Pinkbox drin war. Aber in der 6, eine Lidschattenpalette, ist halt schon irgendwie geil. Mal gucken, was die Nummer 7 zu bieten hat. Langhaarmädchen, das finde ich schön. Mein Trockenschampoo nicht. Oh Mann. Der Adventskalender ärgert mich. Pure Frische, Antifetteffekt, ohne sichtbare Rückstände. Ich mag gerne Langhaarmädchen, aber ich habe jetzt letztens, also diesen Adventskalender, wo ich was von Langhaarmädchen drin habe, was ich nicht so feiere. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen Adventskalender ausgepackt, wo ich was von Langhaarmädchen drin hatte, was für Locken war. Nun, 100 Milliliter haben wir hier drin und ich denke, dass viele, die den Adventskalender auspacken, das auch toll finden werden, weil Trockenshampoo ist ja generell toll. Ne? Außer halt nicht Haare waschen, machst du dir ein bisschen Trockenshampoo rein. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Komm schon, krach Baby, krach. Essence, What the Fake, Extreme, Plumping Lip Filler, Icy Effekt. Joa, mit Pfefferminzöl und Hyaluronsäure. Das finde ich cool, muss ich sagen. Doch, das finde ich wirklich cool. Ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht. Das kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Hat auch so ein bisschen Glitzer unten mit drin. Also, ne? Macht auf jeden Fall einen passenden Eindruck und das ist auch ein passendes Produkt für die Adventszeit, weil es ist ja auch Winter dann. Das ist so ein, das passt. Aber das hätte ich mir auch so kaufen können, hätte ich keinen 90€ Adventskalender kaufen müssen. Okay, ich beschließe, ich möchte mich jetzt über die Nummer 9 freuen. Und das tue ich auch. Das ist schön. Eine Badekugel. Ja, eine Badebombe, Leute. Das ist schön. Riecht schön nach Beere, mag ich gerne leiden und die ist riesengroß. Leute, ist die groß. Guck mal, ich habe keine kleinen Hände, ne? Richtig cool. Also das mag ich richtig gerne. Und das ist von, also Wild Berries von Treats. Und ja, da ist nochmal ein bisschen was dazu geschrieben. Finde ich auf jeden Fall richtig klasse. Also das ist ein großer Oschi, ne? Das finde ich toll. Auch wenn nicht jeder eine Badewanne hat. Ich habe jetzt eine und da bin ich jetzt mal ganz egoistisch und ich freue mich drüber. In der Nummer 10 darf es mit Balea Med weitergehen. Ultra Sensitive Hand Cream. Passt definitiv, ne? Also ich finde, in diesen Adventskalender passt sowohl Lippen- als auch Handpflege mit rein. 100 Milliliter haben wir hier am Start. Und ich kann euch, glaube ich, jetzt schon prophezeien, dass wir hier von Be Natural diesen Pinken drin haben werden. Mit Granatapfel müsste das, glaube ich, sein. Gehe ich sehr stark von aus. Aber nun, das ist auch bei Neurodermitis geeignet. Also wirklich eine tolle Handcreme. Ne? Das finde ich sehr, sehr gut und das passt auch in die kalte Jahreszeit. Und ich sollte definitiv mehr Handcreme verwenden, weil das sieht traurig aus hier. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Also jetzt kommen wir so langsam wieder ein bisschen mehr in Schwung. Auch wenn das jetzt nicht super hochpreisige Produkte wahrscheinlich waren, habe ich hier trotzdem Produkte jetzt drin gehabt, die ich gut finde. Ja, Dentabs. The Toothpaste Tub. Da sind 10 Stück drin. Das sind Zahnputztabs. Ja, kann man machen. Kann man machen. Das ist wohl das Original. Mit einem Beipack, also mit einem Werbeflyer quasi mit dabei. Jo. Ne? Du kaufst die Tablette. Und dann kannst du dir dann die Zähne putzen. Dann spülst du deinen Mund aus und dann ist fertig. Ja. Halbzeit, die Nummer 12.
Ja, komm, jetzt hauen die nämlich ein Produkt rein, damit ich hier sitzen kann und sagen kann, ja, die erste Halbzeit, da bist du auf jeden Fall Preis-Leistungs-Verhältnis mit am Start. Avant, ist klar, ne? Das ist die Pro Perfecting Collagen Primer, der Pro Perfecting Collagen Primer Touche Eclat, 30 Milliliter. Habe ich schon mal ausprobiert, ist mir persönlich leider zu trocken, aber das hat halt auch einen Mega-Wert. Dementsprechend, ja, habe ich auf dem Tisch meine 45 Euro mindestens stehen. Und habe ich auch definitiv einen sehr hohen Warenwert, ja. Ja, aber ich habe es halt nicht so im Empfinden. Also es ist bislang halt sehr zusammengewürfelt und sehr so nach dem Motto, was haben wir noch da, das packen wir mal rein. Das ist jetzt nicht irgendwie liebevoll gefüllt, finde ich. Da hast du zum Beispiel bei dem Crash Cosmetics Adventskalender oder bei dem Look Fantastic Adventskalender auch Produkte aus verschiedenen Kategorien, die aber aufeinander abgestimmt sind, sodass du da halt auch irgendwie schon unterschiedliche Produkte drin hast, aber es fühlt sich nicht so ramschig irgendwie an. Auch wenn sich das jetzt gemein angehört hat. Ne? Die Nummer 13. Ja, hier haben wir jetzt eine feste Duschpflege von Santé Natur Kosmetik mit Bio-Aloe Vera und Mandelöl, erfrischt und beruhigt. Ja, kann man machen. 80 Gramm sind hier drin. Seifenstücke zum Duschen verwenden, kann man machen. Ne? Ich weiß noch, wie meine Freundin Sandra das erste Mal bei uns in der Mädelsrunde das erzählt hat und alle so, hä, wie, du hast ein Stück Seife und duscht da jetzt mit. Und sie war da ganz stolz drauf, weil sie minimalistisch lebt und es richtig cool findet. Hier habe ich jetzt übrigens die Nummer 14 und ja, wir dürfen auch ein bisschen High-End-Luft schnuppern. Nachdem wir ja Avant und I Want You Naked auch schon drin hatten, haben wir hier was von Lancôme drin. Das ist das Youth Activating Concentrate 5 ml. Das ist jetzt ziemlich funny, weil wie gesagt, ich hatte ja eigentlich eher eingangs erwähnt, dass wir hier weniger Anti-Aging-Produkte drin finden, weil der Adventskalender oder die Pinkbox ja generell eher so Richtung, ja, braucht keine Anti-Aging-Produkte, Slow-Aging-Produkte geht, ne? Aber hier haben wir halt etwas, was jetzt zum Beispiel meine Nichte, wenn sie ihn auspacken würde, ihrer Mom oder mir schenken würde. Okay, der 15. Dezember. Ja, die Pinkbox enthält auch immer wieder wundervolle Produkte von Schäbens und hier haben wir was drin, was ich toll finde. Die werde ich auch verwenden. Das ist nämlich die Milch- und Honigtuchmaske. Cremige Verwöhnpflege. Regeneriert anspruchsvolle Haut, pflegt intensiv und glättet. Auch hier wieder das Anti-Aging-Gedönsen. Finde ich merkwürdig, aber gut, ist halt mit am Start. Ja. Befindet sich hier. Also sowas von wegen Glättung und so würde ich eher so im Brigitte Box, Barbara Box, InStyle Box Segment sehen und weniger im Pinkbox Segment. Die sollen sich halt wirklich mal entscheiden, welche Zielgruppe die ansprechen wollen. Denn eine 16 oder, keine Ahnung, eine 18-Jährige, eine 25-Jährige abonniert sich vielleicht die Pinkbox, wünscht sich auch den Pinkbox Adventskalender, aber möchte keine glättende Gesichtsmaske haben, weil die braucht sie nicht. Die Nummer 16. Melatonin. Gummies. Sleep Support, Blueberry Flavor, ja, von Weider. Das ist ein kostenloses Muster, not for sale. 12 Gramm sind hier drin, das sind 4 Portionen. Also das soll ja helfen, dass man besser einschlafen kann und ja, ne? Und halt für mich in der Kategorie Nahrungsergänzungsmittel und deswegen hat es meiner Meinung nach in einem Adventskalender halt nichts zu suchen, wo es eigentlich eher um Beauty geht. Schauen wir uns mal die Woche vor Heiligabend an. Eine Woche vor Heiligabend den Tag an, den 17. Dezember. Und das hauen die irgendwie in jeden Adventskalender aus der Meta-Crew rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ist aber leider kein tolles Produkt. Von Mudmaski Glam Care Glow Illuminating Blush Drops. Die habe ich auch mal mit euch geswatcht. Hat einen sehr hohen Wert, aber man sieht es einfach nicht. Und ich bin ja super blass. Und wenn man es auf meiner Haut schon nicht sieht, wie soll das denn anderen Leuten, die etwas gebräunter als ich sind, ergehen? Also das, ob du das verwendest oder Peng, ne? Das ist halt die Sache. Pink Martini ist die Farbe, das ist duftstofffrei, 15 ml. Ist dekorative Kosmetik, ja, aber ich finde das Produkt halt leider nicht gut. Wow, also ich bin ganz schön negativ und das tut mir leid. Ich versuche jetzt positiver in die Weihnachtswoche hineinzugehen, denn das Fest der Liebe steht bevor. Der 18. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ja, das ist toll, das haben andere Adventskalender sogar in der 24. Barbo Ampullenkonzentrat, Hydra Plus Multivitamin und Lift Express. Das sind 3 Ampullen, die kann man auch so kaufen, kostet glaube ich um 15 Euro oder so. Sehr, sehr gut. Barbo hat sehr hochwertige Produkte, sehr tolle Ampullen, also richtig toll, dass das hier drin ist. Auch wenn ich mich hier ein bisschen frage, was hat die Lift Express in einem, ne? Aber wahrscheinlich ist es auch eher so, dass ich die Pinkbox als Teenager-mäßig oder als junge Erwachsenen-Box abstempel und sie sich eigentlich gar nicht so verstehen möchte. Wobei sie sich eigentlich auch ein bisschen so präsentiert eigentlich. Aber gut, vielleicht sollte ich das auch ich sollte meinen Horizont erweitern und sagen, nein, ich habe ja auch selber die Pinkbox abonniert und ich bin 34, also ist hier auch für eine 34-Jährige und deswegen sind da auch Anti-Aging-Produkte drin. Na gut, wir haben uns jetzt darauf geeinigt. Gut, dass wir miteinander gesprochen haben.
Selbstgespräche sind toll. Die Nummer 19. Oh, sehr schön. Hier sind zwei Produkte drin. Huch, von Alverde. Das ist toll. Da haben wir einmal einen Monolidschatten drin in der Farbe Shabby Green, die Nummer 20. Wunderschön. Also damit kann man auch wirklich tolle Looks schminken, denn ja, ich mag offensichtlich grünen Lidschatten. Das ist eine Essence-Palette, Haze irgendwas. Das ist so eine grüne. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo in einem Schminki euch gezeigt habe. Habe ich mir letztes Jahr auf der Glow gekauft. Auf jeden Fall richtig cool, auch wenn ich keine Monolidschatten verwende, aber hey. Und passend dazu haben wir hier auch noch in Smoky Black einen Eyeliner von Alverde mit dabei. Richtig gut. Und du kannst tatsächlich mit beiden Produkten zusammen einen schönen Augenlook schminken. Sehr simpel, aber sehr schön. Und dann noch vielleicht die CRT-Palette mit dabei. Easy peasy lemon squeezy. Also auf die Nummer 20 habe ich mich ja schon sehr gefreut, denn die ist ja richtig groß. Und das Produkt da drin ist auch sehr famos. Von Planet Spa bei Avon, das Sleep Ritual with French Lavender and Chamomile Essential Oils. Also mit Lavendelöl und Kamillenöl. Mhm. Aromatherapie, ein Kissenspray mit 100 Millilitern. Sowas verwende ich hier super gerne. Und das finde ich klasse. Das ist ein tolles Produkt. Die Nummer 21 ist super leicht. Ah, okay. Ja, die kooperieren mit Uncorrupted Beauty wohl auch zusammen. Und hier hast du 89 Euro Geschenk. Merry Christmas and Happy New Year. Uncorrupted and Pink Box. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in anderen Adventskalendern von denen mit dabei. Eine reparierende Haarmaske im Wert von 40 Euro und eine Mitgliedschaft im Wert von 49 Euro gratis. Ja, das ist auf jeden Fall nett. Also ich habe auch mit Uncorrupted Beauty schon mal zusammengearbeitet. Die haben wirklich tolle Produkte. Die Mitgliedschaft ist auch tatsächlich lohnenswert, weil du dadurch die Produkte ja günstiger bekommst. Die haben zum Beispiel auch meinen liebsten Concealer, den es dann, glaube ich, für, ich glaube, knapp über 15 Euro oder so gibt, ne, wenn du die Mitgliedschaft halt hast. Und die hast du hier mit dabei. Ich weiß nicht, für wie lange das dann gilt, also wie lange du dann die Mitgliedschaft hast, ob das dann sogar eine Jahresmitgliedschaft ist und ob die sich von alleine kündigt, muss man mal gucken. Aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool und kann euch da wirklich das ein oder andere Produkt ans Herz legen. Ich habe auch aktuell eine schöne Tagescreme, also eigentlich eher Nachtcreme, aber ich verwende die tagsüber in Anwendung. Und ja, die scheinen jetzt auch ein paar mehr Sachen zu haben. Bin ich mal gespannt. Ich werde mich da mal wieder umschauen. Aber ganz ehrlich, ich hätte es cooler gefunden, wenn die Haarmaske hier mit reingepackt hätten und dann als Gutschein mit dabei gegeben hätten. Okay, wenn du möchtest, kannst du übrigens auch eine Mitgliedschaft für 49 Euro gratis bekommen. Das wäre schon irgendwie cooler gewesen, oder? Also musst du halt wieder Aufwand betreiben und dich irgendwo anmelden und so. Das ist manchmal halt ein bisschen blöd. Die Nummer 22. Hier haben wir eine Lippenampulle drin von Hashtag Be Routine, die SOS Lippenpflegeampulle. Ultraglanz und intensive Pflege für sprudelnde Lippen mit High-End-Ölkomplex. Oha. Ja, das hört sich ja spektakulär an. Ich meine, dass ich die auch schon mal verwendet habe, weil die schon mal vor ein, zwei Jahren in Adventskalendern drin war. Das ist halt sehr, sehr viel Produkt in einer Ampulle. Also das brauchst du definitiv nicht nur für eine Anwendung. Kann man sich dann halt den Rest auf die Füße oder auf den Körper geben, ne? Oha, Leute, ich sehe es gerade. Wir haben jetzt einen Tag vor Heiligabend und der Adventskalender muss jetzt wirklich einen raushauen, damit ich irgendwie gut unterwegs bin. Wobei jetzt die letzten Tage hier waren echt gut. Die haben mir gut gefallen, ne? Hello Buddy, Rose Refine Charcoal and Clay Clarifying Face Mask. Habe ich die nicht letztens aufgebraucht? Nee, das war nicht Rose Refine. Das sind 60 Gramm. Das ist eine Originalgröße, ne? Da hatte ich irgendwie eine Coco Clay Maske oder so. Die war gut. Oh, du siehst ja spektakulär aus. Ja, die möchte, glaube ich, auch wieder in Anwendung genommen werden, ne? Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, packe ich mir jetzt auch mal zur Seite und da kann ich euch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe jetzt auch mal in meinen Videos mal gefragt und habe dann auch auf Instagram und hier unter meinen Videos in den Kommentaren auch Infos dazu bekommen, was mit Hello Body los ist, warum die gar nicht mehr so präsent sind und eigentlich nur noch in Beautyboxen vertreten sind. Da gab es wohl irgendwie einen Wechsel vom Geschäftsführer oder einen Verkauf der Firma an sich, sodass da halt vielleicht die Firmenpolitik sich einfach ein Stück weit geändert hat. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall das Hello Body Produkt. Die Nummer 24, Heiligabend, ist sehr leicht. Da ist aber was drin. Das sieht nach Pure aus. Ich glaube, das war auch in der Sneak Peek mit dabei, ne? Oh. Hä? War da nicht eine Kette abgebildet? So ein Armkettchen drin. Ich trage leider keine Armkettchen, aber es ist schon hübsch. Doch, also Schmuck in der 24 finde ich schön. Du hast hier so Steinchen mit dabei, ne? Pure Lay ist ja auch eine schöne Marke, definitiv. Ja, ein Armkettchen in der 24. Wow, was ein Wechselbad der Gefühle, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben ein paar gute Produkte hier mit bei, wo ich sage, okay, das hat sich auch gelohnt. Das werde ich verwenden oder würde ich verwenden. Aber der Adventskalender an und für sich
ist nicht so geil wie letztes Jahr zum Beispiel oder vorletztes Jahr. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie macht der auf mich nicht so einen Ultra-Eindruck, oder? Wie ihr das seht, super gerne in die Kommentare schreiben. Das ist mir unheimlich wichtig, denn ich habe hier ja nur meine Meinung, die ich euch sagen kann. Ich kann euch nicht die von meinem Nachbarn sagen. Ja, also hier sind, wie gesagt, schöne Produkte drin. Ich finde, Nahrungsergänzungsmittel und Gutscheine sollten nicht unbedingt in einem Adventskalender drin sein. Als Kombiprodukt, ja, ne? Also wenn du sowieso ein Produkt wie jetzt zum Beispiel von Uncorrupted Beauty, die Haarmaske hier drin hättest und dann noch den Gutschein für die Mitgliedschaft mit dabei, fein, finde ich super. Aber so alleine ist es halt schwierig. Ich weiß nicht. Ich finde den Adventskalender einfach nicht so bombastisch und das finde ich sehr, sehr traurig, weil eigentlich die Pinkbox die Möglichkeiten hätte, sich gut zu präsentieren, weil es ja auch schon eine große Box ist, die existiert ja auch schon sehr lange auf dem Markt. Da verstehe ich nicht, warum die gegen Glossy Box und Look Fantastic halt so abstinkt. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Also ich finde diesen Adventskalender halt irgendwie nicht so, der hat nicht so ein Herz und das brauche ich eigentlich, um ihn halt zu feiern und das hat er leider nicht. Naja, ihr Lieben, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Solltet ihr den Adventskalender aber richtig hart feiern und Bock drauf haben, den zu kaufen, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch einen Link reingesetzt. Vielleicht ist da auch gerade wieder ein Sale oder so. Spätestens ab Anfang Dezember ist da ein Sale, aber wenn ihr den unbedingt zu Dezember selber haben wollt, dann ist jetzt halt der Preis, der da ist, da. Ne? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.